Hallo zusammen, es geht weiter mit Banishers Ghost of New Eden. Viel Spaß beim Zusehen wünsche ich. So, ich bin ja immer noch hier im Jägerland. Und falsche Richtung. Wo ist das Ding denn? Ach du dicke Kacke. Da kann ich eine Schnellreise machen. Bin hier immer noch im Jägerlager. Ich habe jetzt dem Händler Paris, heißt er ja. Er hat ja einen Dreifachnamen. Also zwei Vornamen, ein Nachnamen, versprochen, sich um seine, dass ich mich um seine Assistentin und Leibwächterin kümmere. Hochgelegene Höhle, gut. Es ist ja eine ehemalige Indianersklavin, zumindest ist so beschrieben, die er freigekauft hat und als Assistentin und ja, falsche Richtung, als Assistentin und Leibwächterin beschäftigt. Und so wie es aussieht, will Paris sich jetzt an ihren ehemaligen Peinigern rächen. Wo muss ich jetzt hin? Und da ist noch eine Aktion, das ist hier noch eine Spukermittlung. Also auf dem Weg. Naja, da konnte ich gar nicht durch. Andere Seite. Na gut. Hochebene. Bin gerade überlegen, was hier war. Ach, ist das hier? Ja. Ach, Party. Wieder den Dickmops hier. Die kommen mittlerweile aus dem Nichts, die Viecher, und das verstehe ich nicht ganz, so ganz. Ich meine, wenn ich jetzt in der Nähe von New Eden wäre, jetzt in der Nähe von New Eden wäre, könnte ich das ja noch irgendwo verstehen. New Eden Town meine ich. Dass die Nachtmar, oder der Nachtmar, das heißt ja der Albtraum, dass der Nachtmar diese Schemen steuert. Dafür, dass in letzter Zeit, also in letzter Zeit konnte ich mich ja eigentlich relativ frei bewegen. Und ich musste immer erst kämpfen, hier ist der andere Eingang. Ich musste immer erst kämpfen. Ui, 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 ich ahne Böses. Ich musste immer erst kämpfen, wenn es zum Ende der Mission hinging. So, hier darf ich nicht runterfahren. Der Stein da. Vielleicht ein Brief von den Toten. Zeig mal. Oha. Der Apfel faut am Stamm. Was zum... Seid gegrüßt! Wisst ihr womöglich, warum die Brücke hochgezogen ist? Sir? Oh. Ah. Hast das Worte? Können die sich hier mal einen verdammten Tag lang nicht umbringen? Damit wir nichts mehr zu tun haben? Mittlerweile wäre mir das beinahe recht. Na komm, die Leiche muss bloß abwärts getrieben worden sein. Ja. Haskells Boote. So, wo sind hier die... Einer? Jetzt muss ich hier genau wieder... knacken. Also. Ich stehe erstmal runter. Da unten habe ich... einer. An der Seite war noch einer. Zwei. Und wo ist Nummer drei? Da oben. Ja, das müsste... Na komm. Bombs. Janes feuriger Hain. Sehen wir uns um. Ah, das ist Janes feuriger Hain. Interessant, so. Oha, da ist schon wieder Partybruder am Start. Da oben. Warum habe ich das Gefühl, dass wir vollkommen schutzlos sind? War das so ist? Nicht gut. Und Rest, finde ich, kann auch nicht ganz so gut hauen. Wie sie hier. Anfea kann das viel besser. Aber gut, sie ist ja auch ein Geist. Und dann kann sie natürlich gegen Schemen
Na komm. Aber jetzt habe ich das Problem, ich stehe. Wieder im Gebüsch. Weg? Nee. Der letzte hat wieder keinen Bock, auch nicht, ja? Tschüssikowski? Tschüssikowski, gut. Janes voriger Heil, mal gucken. Ah, oh, geht das hier weiter mit den Dingern? Also die ärgere mich langsam auch. Ich meine, ist ja schön und gut. Halt. Nein, geht ja nicht. Halt. Bestimmte Sachen damit zu versperren, aber zweimal so dicht wie hintereinander. Das eine Mal in dem Haus der Blights finde ich das ja okay, muss ich sagen. Um das so ein bisschen zu entwirren, aber das hier ist ja wieder bescheuert. Einmal, zweimal, oder dreimal. Ein, ist das nur ein Zweierknoten oder geht der andere Knoten hier wieder sonst? Dreimal, gut. Kann das Red aus einer Position treffen? Nein, kann er nicht. Schade. Kann er wenigstens zwei aus einer Position? Ne, kann er nicht. Gott. Er muss überall hinlaufen, egal. Ich hoffe, das kriegt er hin. Diesmal hat es wunderbar geklappt. Da ist nur eine Truhe. Ich dachte, da wäre irgendwo Jane. Na egal. Nehme ich die auch mal mit. Jeder Loot tut ja bekanntlich gut, ne? Kistchen. So, Janes. Jetzt hier weiter nicht wirklich, oder? Hier darf ich ja nicht runter, Gott. Wiesenkerbe. Gut, um diese ominöse Leiche kann ich mir nachher noch kümmern. Ach, ich dachte, da könnte ich was runterschießen. Moment. Ah! Abgerutscht, mein Fehler. Ah, habe ich was gesoffen? Egal, bin ich halt voll geheilt. Wollte das ja eigentlich entfernen. War zu schnell. Ich wollte auf Antea. Komm ich doch nicht hoch. Ich wollte auf Antea wechseln. Ja, und diese Art von Verstecken, das scheint sich auch zu wiederholen. Ich muss erst in die Tiefe gehen, dann einmal um den Berg rum, von hinten wieder hoch, um dann, ja, so ein Seil zu aktivieren, dass ich mich auf der anderen Seite wieder runterlassen kann. Das hat. Kann ich da durch? Ne, oder? Ja, wie komme ich sonst zu Jane? Da vorne ist ein Hochsitz. Das muss Janes Wachturm sein. Ja, wollte ich das sagen. Dann komme ich. Ah, wieder so. Headshot! Sie lernen es einfach nicht, oder? Da ist doch schon. Aber Antea, du bewegst dich auch nicht. Bewegst dich ja wieder so komisch heute hier. Hier diese Armlosen, ich weiß den Namen gar nicht, die mit dem Totenkopf immer oben drüber. Bin ich gefühlt am schlimmsten. Es ist noch nicht vorbei. Weil daraus dann ja meistens auch, wenn ich Pech habe, diese großen, kräftigen Blubberblasen. Die aussehen wie so ein Michelin-Männchen entstehen. Noch einer. Ich muss sagen, hier diese Wölfe, die. Mann. Also heute ist Wahnsinn. Also ich. Da komme ich. Ist keine Höhle, ja nicht? Ne. Ne.
Janes Wachturm. So, wie komme ich da hin? So. Ich hoffe so rum. Da geht. Oh. Och nö, was ist denn hier schon wieder im Weg? Man kann es ja auch schwerer als schwer machen, oder? Ja. Das heißt, ich muss es scheinbar ganz. Da ist wieder ein Kampfplatz da hinten. Ja, hier komme ich nicht. Hier komme ich. Ah, das kann Antia kaputt machen, Gott sei Dank. Kinder leicht. Ansonsten hätte ich ja ein Problem. Kinder wären. Sonst hätte ich ein Problem. Still und friedlich. Kein Wunder, dass sie lieber alleine blieb. Ein Rückzugsort zum Trauern und Planen. So etwas wünsche ich mir auch. Ich hätte ihn gern gesehen. An deiner Seite. Sie ist eine Künstlerin. Sind wir die das macht sie doppelt gefährlich. Sind wir die Kolibris? Was ist das? Sie leidet ganz allein. Mir ging es ähnlich vor langer Zeit. Also, sie liebt das Töten. Also. Ihr ähnelt euch kein bisschen. Irgendwelche Mullbinden? So, was haben wir hier? Da kann ich nicht rüberspringen, das ist zu weit. Oder das schafft Red definitiv nicht. Gucken, was hier unten ist. Enthüllen. Was meint ihr, meine kleinen Bleikumpane? Sollen wir im Wald auf die Jagd gehen? Die Glückspilze unter euch werden das Blut weißer Männer kosten. Und seid gewiss, Blut wird es geben. Und wenn die Tat vollbracht und mein Stamm gerecht ist, werde ich die Herzen dieser Mörder mit dem verbliebenen Blei füllen. Mhm. Schon mal den ersten Tipp zu Jane erhalten. Gut. Kann ich hier irgendwie hoch? Ja, hier kann ich hoch. Mal gucken, was da oben Schönes ist. Noch was zu lesen, ja, gut. Eine Karte, würde ich sagen, ist das. Eingekreistes Gebiet, ja, und drei Stellen, was immer das so bedeutet. Jane hat die Söldner bis in den Sumpf verfolgt. Dann ist sie dorthin gegangen. Ob hier drüben noch was ist. Nee, es sah so aus. So. Da auf die andere Seite werde ich nicht kommen, oder? Kann ich mit Antia darüber? Nee. Mit Red springen geht nicht, nee. Aber da drüben ist irgendwas. Den Jägerstand, ja. Habe ich ihn noch nicht genug untersucht? Hm. Moment. Kann ich hier vielleicht noch gucken, was ist hier noch versteckt? Vielleicht wurde mir auch wieder was nicht angezeigt da oben und ich war zu schnell. Aber hier ist nichts mehr sonst, oder? Übersehe ich irgendwas? Da, doch, diese zwei Silberringe, beide mit so eines Kolibris. Per se, die Jane an sich genommen hat. Aha, das sind scheinbar von den... Ringe mit eingravierten Kolibris. Jane übt bereits Rache. Sie wird vermutlich erst aufhören, wenn auch der letzte tot ist. Jane will sich an ihnen rächen und sie alle umbringen. Mit der Hilfe von Squire Sincere Paris. Noch mehr Schemen Chaos, das wir beseitigen müssen. Wir sehen uns mal ein bisschen um. Sit. Jane im Sumpf suchen. Ja, dann kann ich ja nur in die Richtung. Viele Möglichkeiten habe ich hier nicht. Ich kann da noch runterlaufen. Jetzt quetsche ich mich nochmal hier durch. Aber ich glaube, da drüben ist nur wieder so ein Schemenhort. Ja. Kann ich mir mal angucken. Das ist wahrscheinlich wieder so ein super Gegner, auf den ich keine Lust habe gerade. Was ist das? Ein Schemen ist nah. Ein großer. Ich beschwöre ihn gleich. Ja, ein großer. Das wird hier so eine riesen Vogelscheuche oder sowas sein. Bin ich ehrlich, habe ich gerade keine Lust zu. Kann ich irgendwann mal machen in Ruhe. Wir gucken, was das hier ist. Kaputter Aufzug. Dann muss ich
Muss ich gleich runter in den Sumpf gehen. So. Hier geht's wahrscheinlich. Nee. Auch nicht weiter. So. Schlüssel zum Geheimversteck. Ja. Guck mal, das auch ist das Geheimversteck. Mit kein Geheimversteck sein, nee. Gut, dann gehe ich mal raus. Ist das Geheimversteck höchstens auf? Vielleicht war das ja einer hier von Janes Peinigern. Der hat irgendwo Geheimversteck. Hier geht es scheinbar in den Sumpf runter. Quetsche ich mich da mal durch. Und jetzt komme ich wahrscheinlich auf der anderen Seite raus, da wo die... Oh, schon wieder. Wieder gemacht. Die finde ich am ekligsten, muss ich sagen. Und vor allem, wenn das so eng ist, habe ich immer so den Eindruck, dass Red und Andrea immer so in die Enge gequetscht werden. So, jetzt. So. Jetzt haut er mich hier wieder tot. Ja, wir sind wütend. Leg mich nicht mit mir an. Ja, hier hat es besser geklappt. Und da sind schon wieder Wurzeln, oder? Was ist das da? Was ist in der Nähe? Wo ist es? Da drüben. Was da drunter ist. Das kann ich mal ein bisschen. So. So, dann suchen wir mal Jane im Sumpf. Jetzt bin ich wahrscheinlich auf der anderen Seite von Janes Lager oder was immer das hier sein soll mit der abgerissenen Brücke. Aber ich gehe davon aus, dass ja auch... Ja, wusste ich doch. Wieder so ein Riese. Warum so viele von der Sorte? Die hasse ich wie die Pest. Aber das ist ja langweilig, ganz ehrlich. Immer die gleichen Assi-Köpfe. Ich bin auf Dauer langweilig. Dafür, dass ich zwischendurch überhaupt keine Gegner hatte. Übertreibt. Das ist ein bisschen übertrieben, finde ich. Na komm, komm. Antea rufen. Heute nicht. Hier. Und Red kann wieder nicht ausweichen. Er hängt fest. Geil, Omat. Dann packt der Schäden mich schon wieder. Der Assi. Mann! Also. Entweder hat der Patch. Ich habe bald den Eindruck, dass der Patch diese Art von Gegner. Zu, ja. Von der anderen Seite verschlossen. Jetzt mehrfach spawnen lässt, das finde ich komisch. So von anderen verschlossen. Komme ich natürlich so nicht hin. Hier werde ich auch nicht hinkommen, oder? Doch, vielleicht. Ah, doch. Kann ich hier durchschießen? So, und was mich auch wundert, jetzt, wenn Red so frei sich bewegen kann, kann er auch viel schneller seine Muskete laden und schießen. Aber vielleicht ist das auch Absicht, so ist es hier. Zu lesen. Nee. Leere. Was? Altersstädter? Leere? Keine was? Die Leere ist keine Hölle. Ganz gleich. Aralu
Ereto Ikalakurkiga, das Haus von Dumuzi, die große Unterwelt oder die Erde ohne Wiederkehr genannt wird. Die Leere war schon immer das Land der Toten. Die Unterwelt, die dazu bestimmt ist, die Verstorbenen für die kommenden Äonen zu beherbergen. Jenseits der Lügenschleier, die von den unwissenden Priestern gewebt wurden. Hier warten die Geheimnisse des ewigen Lebens auf den, der nach Unsterblichkeit strebt. Dorthin muss ich gehen, aber zurückkehren wie Orpheus vor mir. Kein Urteil über die Moral, kein Gewicht der Seele, keine Bedrohung für die Toten, wenn die Qualen des Fleisches endlich erloschen sind. Ein Ziel, das nur von den verlorenen Seelen aufgeschoben wird, die sich einreden, sie hätten noch einen guten Grund, unter den Lebenden zu weilen. Ein Ziel, das die Verfolger erobern müssen, bevor ihre letzte Stunde schlägt, wenn sie diese Reise ohne Wiederkehr entkommen wollen. Ich lasse denen, die Erlösung suchen, die Hoffnung auf ein großes Jenseits im Himmel. Ich weiß, das ist nichts für mich. Eine weitere Lüge der Priester. Die Hölle mag leer sein, aber die Leere ist keine Hölle. ER. Ach so, das wird hier wieder der Dämologe sein. Ach, das ist das Geheimversteck. Interessant. Wollen wir mal gucken. Goldene Vergeltung. Ist das stark, das Ding? Was ist das hier? Was haben wir denn da? Geht... Willenskraft geht nach oben. Ja. Gut, vielleicht hätte ich diese Mission immer alle früher spielen müssen. Hätte ja sein können, dass ich sozusagen so ein bisschen falsche Reihenfolge gemacht habe. Denn alles, was ich jetzt in letzter Zeit gefunden habe, ist lang nicht so stark wie das, was ich bereits besitze oder aufgerüstet habe. So, jetzt bin ich wieder hier und... Ach, ist geil, oh Mann, jetzt kommt doch schon wieder einer raus. Kann ich dir erst den anderen stehen? Welchen anderen? Wachsam bleiben, Ren. Das sagt sie mir immer, die Nuss. Ach, da hinten, ja, den ich wieder nicht sehe. Das ist hier wieder der Schutzschäben sozusagen, oder wie immer man den nennt. Ah, noch einer! So, Tschüssikowski, meine Freunde. So, ich wollte mich mal gucken, was ich hier unten noch habe. Das Ding kann ich noch abschießen. Eine Seelenscherbe, sonst ist hier unten nichts mehr, nicht? Ja, jetzt bin ich auf dem Platz, wo ich hätte auch so zu Fuß runtergekonnt. Also wahrscheinlich hätte ich hier gar nicht hochgemusst. Aber dadurch habe ich dieses Geheimversteck gefunden. So, das scheinen die Sümpfe zu sein. Na Gott. Könnte es sein, dass ich jetzt noch diesen Toten von der Brücke da gleich finde? Ach. Ach, schon wieder. Warum sind hier so viele Partybruders immer? Willst du alleine Spaß haben? Oder das Spiel spielt sich so, wie ich es jetzt spielen muss. Und die... Hier geht's wieder hoch. Moment. Hier geht's wieder hoch. Dann gehe ich wieder hoch. Mal gucken. Und eventuell, was ich vorher hatte, war vielleicht buggy. Da hatte ich ja Minuten oder... Ich hätte mal gesagt, stundenweise nicht, aber halbstundenweise hatte ich ja gar keine Gegner. Jetzt bin ich wieder hier oben, oder? Ist die klar? Hat sich nicht wirklich gelohnt darunter. Aber ich kann ja hier nicht rechts. Soll ich denn in die Sümpfe kommen? Hier geht's doch nicht weiter. Und mal gucken. Wo lasch ich denn rum? Das ist für Antea wichtig. Das heißt, ich muss hier unten irgendwie lang.
Aber wie komme ich da weiter? Zack. Gut. Ja, hier geht es auch nicht weiter. Sieht zumindest so aus, als würde es da nicht weitergehen. Oder wie sehe ich das hier? Ne? Ach, da kann Antea sich wieder wegsaugen. Gott, dann machen wir das doch mal. Das wurde wahrscheinlich vorher nicht angezeigt, weil ich gekämpft habe. So, auf welche Plattform muss ich mich stellen? Wahrscheinlich hier. Hin, wo diese Kistchen sind. Hau ich die erstmal kaputt. Nee. Das Ding fürs Totenreich ist auf jeden Fall da drüben. Das heißt, ich... Boah. Wie komme ich denn da jetzt hin? Wahrscheinlich muss ich da irgendwie durch den Felsen durch. Nur wie? Kann ich mich... Kann Antea sich hier rüber saugen irgendwie? Ja, jetzt. Na komm, jetzt geht's wieder nicht. Na komm. Ich sehe keinen Weg. Doch. Ach nee, Schwester. Ach ja, Geilomat. Muss ich jetzt irgendwo links hoch und dann wieder runter zu kommen? Ah, ist das ein Klump mit Soße, ganz ehrlich. Ich meine, es ist ja schön und gut, dass man manche Sachen suchen muss. Aber ich finde, vieles ist sehr umständlich gemacht. So. Darf ich den hier wenigstens hoch? Dass ich gleich einmal abbiegen darf? Gut. Aber vielleicht bin ich ja wieder... Ah, ne, das sieht ganz gut aus hier, oder? Falsch. Darf ich jetzt hier irgendwo links abbiegen? Auf jeden Fall geht es auch in die Sümpfe. Jetzt müsste ich die nächste wieder links. Aber das wird nicht gehen, oder? Mann! Also heute nervt ihr! Wieder so ein Koloss von Rodos hier! Hä? Ja, kann ich nicht. Ich hänge hier fest, wie du siehst. So, jetzt nimmt er mich wieder in die Mangel, der knallt den Kopf. Und an dir kommt er nicht raus. Ausweichen kann ich auch zur Ecke nicht. Schade. Jetzt hat er mich wieder rausge... Jetzt kommt Antea wieder. Über meine Leiche. Ja, und da gibt er mir noch ein mit in den Rücken. Gibt er mir noch ein mit in den Rücken, der Knaller. Mann! Und man hat es wieder gesehen. Red konnte fast nicht laufen. Ich habe richtig Glück gehabt, dass ich nicht wieder so sinnfrei gestolpert bin. Da muss ich irgendwie runter, nur wie? Ja, boah. Hier muss ich runter. Nee, komm ich. Ach, ist das für ein Loch? Hier geht's weiter. So, hier geht es auf jeden Fall zu dem Schrein. Ja, auch wieder richtig kompliziert gemacht, das Ganze. Aber gut, es sind Sümpfe. Ich will jetzt nur, dass Antea ein bisschen stärker wird. Das wäre ganz nett. Kann ich mich von hier hin saugen? Auch nicht. Ach, nö. Von hier? Nee. Irgendwas hat mich im Griff. Geisterschutzvorrichtung. Ach, ist klar. Es ist wieder top.
Wo sind die Fackeln da unten? Ich kann mich jetzt wieder manifestieren. Darf ich denn hier durch? Ja, hier darf ich runter. Na gut, komm. So, jetzt bitte mal untersuchen. Das ist ja für dich. Nein, nein, 10 Geisterpunkte, nicht schlecht. So, ist hier auf der Insel nichts mehr. Dann sehe ich mal zu, dass ich jetzt zu Jane komme, beziehungsweise zu dem ollen Toten. Der scheint ja auch noch zu sein. Jetzt gehe ich erstmal zu dem toten Kerl. Der liegt ja hier unten rum. Wird mir zumindest so angezeigt. Die Sümpfe, die scheinen ja ganz schön weit zu sein. Muss ich mal gucken, ob ich in den Sümpfen schon war. Wie ich da eine Schnellreise hinmachen kann. So, hier bin ich ja hochgekommen, dann gehe ich wieder runter. So. Der Tote muss ja unten irgendwo rumliegen. Hey, ja, hey, hey ist hey. Die Frage, muss ich da hochklettern? Ne, wahrscheinlich eher nicht. Siehst du, ich muss zum Fluss. Das sieht hier sehr matschig aus, sehr sumpfig. Hier ist der Fluss, da wird der Tod da hinten. Oh, geht das schon wieder los? Ich habe langsam keine Lust mehr. Hier. Achtung, ein Schemener greift dich. Fertig. Ah, hat's geschafft. Bin ja auch mal so geil. Ich schieße ihm den Rücken. So, und der hier, der hat aber... Der ist gepanzert, oder was? Mann, du nervst. Ist da Matsche hier, oder? Mann, es nervt. Wunderbar. Noch mehr Spaß. Jetzt kommt wieder der Koloss von Rhodos. Cool. Die kommen jetzt überall seit neuestem hier. Der vierte oder fünfte jetzt in der kurzen Zeit schon. Es nervt. Sie kriegen Verstärkung. Ich muss nicht direkt werden wieder kurzfristig, dann habe ich ein Problem. Ja, bin wieder rett geworden, ist klar. Du kriegst ihn nicht. Ich merke, dass ich ihn nicht kriege. Ach, weil ich hier wieder ermitteln muss. Was ist der ab? Faul am Stamm. Gut, das klingt ja wieder nach dem... nach was Bösartigem. Der Apfel faul am Stamm. So, dann müsste ich jetzt ja hier irgendwas ermitteln können, oder? Moment. Der Apfel faul am Stamm. Spukermittlung. Ich muss ja mal Karte gucken. Das habe ich mir ausgewählt. Das da hinten ist noch was. Ich vermute, er ist auch da drüben angespült worden. Der Tote. Da ist noch eine Truhe. Ja. Hier ist die Brücke. Da komm. Hier ist was. Eine Tasche.
Post wie Inuiden-Taum übergeben, die zur Zustellung an Adressaten, die sich vermutlich in oder in der Nähe von Fort Jericho aufhalten, bestimmt ist. Briefe an Fort Jericho. Jetzt hast du eine neue Aufgabe. Du kannst Postbote sein. Aha. Das ist nichts für mich. Zu gefährlich. Na, so sieht's aus. So. Dann wird die Leiche wahrscheinlich auf der anderen Seite sein. Und bei meinem Glück habe ich gleich hier wieder diesen... Muss man darauf achten, wie diese... Ja, sicher! Da wird gleich wieder komplett wieder hier mein mopsiger Mops raus, ne? Achtung, wenn ich den gleich platt geklöppelt habe, entspringt gleich hier dieser... Da kommt er wieder raus! Jawohl! Weg, Tschüssikow, jetzt reicht langsam diesen hässlichen Gestalten. Also ich habe den Eindruck, Red kann hier keine 2 Meter gehen, ohne nicht. Also ohne Antea wäre er tot, definitiv. Das sieht interessant aus. Blut. Ziemlich viel Blut, würde ich sagen. Wohin? Ich höre ein Echo erklingen. Ja, ich auch. Party. Das könnte unser Opfer sein. Eine ziemlich ramponierte Schatulle. Einst gefüllt mit dem Sold für die Miliz. Aha. Unser Bote trug auch Geld bei sich. Und jetzt ist es weg. Na gut, dann wollen wir uns mal enthüllen hier. Wer ist da? Helft mir! So helft mir doch bitte! Steckt der im Sumpf fest? Dich kenne ich doch. Du bist der Junge vom alten Scudder. Hilf mir doch! Bitte! Oh. Na los, Junge. Ich blute, aber so schlimm sind deine Verletzungen nicht. Interessant. Was machst du da? Steck das Messer weg, Junge. Nein! Nein! Oh. Nein! Das heißt, der junge Scudder, der so mürrisch an der Brücke steht... Der Stein hat ihn nicht umgebracht. Ertrunken ist er auch nicht. Der Scudder-Junge hat es zu Ende gebracht. Und ihn ausgeraubt. Ein toter Bote, gestohlener Sold und ein einziger Name. Wir kennen 2 Scudders, stimmt's? Stimmt. Und einer von ihnen ist nicht gerade der hellste. Ohne ihn beleidigen zu wollen. Beloved Scudder. Nee, das mache ich gleich. Jetzt gucke ich erstmal noch nach dem Sumpf. Kaltes Sumpf. Nee, da ist der Scudder, oder? Ah, jetzt ist die... Muss ich machen. Schade, die andere Mission ist jetzt... Ja, gut. Dann sehe ich mal zu, dass ich... hier hinkomme. Jetzt muss ich hier ums Eck gleich sein. Weil ich bin ja von... Bin ja hier rüber gelatscht. Dann reise ich kurz... dahin oder wieder zurück in den Sumpf. Gott. Moment, das Feuerchen ist eine Etage tiefer gewesen, da unten. Ja, ja komm. So, dann einmal schnell zu Scudder-Jung reisen. Also ich will jetzt hier nichts beschwören, aber der Typ an der Brücke, der war mir eben ein bisschen suspekt, auch als er sich mit Kate im Wald rumgetrieben hat. Dann auch so Sprüche gebracht hat, wie du hast überlebt. Also, ich hatte so den Eindruck, das war ihm gar nicht recht. Aber so ist das hier in dem Spiel. Es zieht sich immer. Man fängt eine Mission an. Auf dem Weg findet man eine nächste Mission, die dann erstmal
da ist eine Brücke. Moment. Wo wohnen die Skalas denn? Also ich kann ja erst... Bist du Skala? Nee, du bist Kate. So, das... Bist du Skala hier? Nee, auch nicht. Das ist eine Skala, doch. Das Buch wäre besser, wenn Bilder drin wären. Das ist der Skala, bis ein Plemplem ist. Noch besser wäre es, wenn ich lesen könnt. Guten Tag, wünsche ich euch, Mr. McGrath, mein Herr, eure Lordschaft. Seid gegrüßt, Credence. Der Junge ist mit Spektralspuren übersät. Ein Geist treibt hier sein Unwesen. Ist euer Cousin hier irgendwo? Ich habe ihn schon länger nicht mehr gesehen. Vielleicht ist er in den Wald. Den Teil, der sicher ist, das macht er öfter. Mhm. Was macht er denn im Wald? Er sieht wohl nach seinen Fallen. Nicht, dass es dort noch viel Wild geben würde. Warum geht er auch immer weg? Ein Bote wird vermisst. Und die Spuren führen hierher. Spuren? Welche Art von... Ach so, die Art von Spuren. Wurde er umgebracht? Wer hat ihn umgebracht? Wer könnte... Nein, er könnte das nie. Er würde das nie. Unmöglich. Oder doch? Hat er es getan? Mit er meint ihr da euren Cousin? We love it. Ja, aber nein, so ist er nicht. Ganz und gar nicht. Er ist einer von den Guten. Ich müsste mich in eurem Haus umsehen. Ich, ja, natürlich, wenn ihr es für wichtig haltet. Na gut, das finde ich sehr gut. Ich werde jetzt einen Blick in euer Haus werfen. Wenn ich irgendwie helfen kann, ihr findet mich hier. Er wollte niemanden belasten und hat doch genau das getan. Warte. Wie viel weiß er? Und ein bisschen einfach gestrickt ist der Kerl und sich überführt fühlt. Anbilava Skada Inuin, Sohn, bevor du es jemand anders erfährst, sollst du es von mir hören. Ich habe einen Menschen auf dem Gewissen. Ich hatte mir geschworen, nie jemanden zu töten, aber die Wut hat mich übermannt und bevor ich mich versah, war die Tat geschehen. Wenn mich die Wachtmeister kriegen, werde ich dafür hängen. Ich werde mich hier verstecken, bis es nach Nuiden schaffe. Dann werde ich dich aufsuchen, sofern weder Hafen noch Straßen streng überwacht werden. Erzähle niemand davon und benimm dich so, wie sich deine Mutter es gewünscht hat. Handle nicht aus Wut, mein Sohn, und auch nicht aus Bösartigkeit oder Hab. Gehüte deine Zunge und wende keine Gewalt an. Mache nicht die gleichen Fehler wie ich, dein Vater. Aha. Belovets Vater war ein gesuchter Mörder auf dem Weg nach New Eden. Interessant. Ein schlechter Mensch, aber ein guter Vater? Erscheint mir unwahrscheinlich. Ist das eine Karte? Detaillierte Karte von New Eden. Auch nicht schlecht. Und da ist auch noch was durchtränkt. Mein Vater hat sich Ärger eingebaut. Ich beneide ihn nicht um sein Leben. Ich träume von weit entfernten Ländern, von Hitze und Gesundheit und ehrlich erarbeiteten Wohlstand. Davon, dass ich weit und breit als Geschäftsmann bekannt bin, als ehrlicher Mann mit großem Reichtum, der rechtschaffen handelt. Heute noch ein Traum, schon bald Wirklichkeit. Mein Vater ist ein schlechter Mensch, aber er sah das Gute in mir. Möglich, dass er meine Mutter in mir sah. Alle anderen sollen sehen, was sie wollen. Es kümmert mich nicht, was sie über mich denken. Ich werde sie alle übertreffen, ein wohlhabender Mann mit hohem Ansehen sein. Mein treuer Cousin steht an meiner Seite. Doch ich spüre die Saat meines Vaters in mir winden. Manchmal brodelt es in mir. Wie werde ich das böse Blut meines Vaters los? Und wie schaffe ich es, mich nicht mehr davor zu fürchten? Beloved fürchtet, dass er dazu verdammt ist, die Fehler seines Vaters zu wiederholen. Interessant. So wird es vermutlich enden. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Ach ja. Hier im Haus ist nichts mehr von Bedeutung. Ja, dann mal raus hier. Danke. So muss ich jetzt... Verdammter Schottenschnüffler! Wer ist gestorben, dass ihr euch als Wachtmeister aufspielen könnt? Immer mit der Ruhe, Skada. Euer Cousin hat mir erlaubt, einzutreten. Credence sagt immer die Wahrheit und denkt, andere würden dies ebenso tun. Was wollt ihr? Ich widme mich einer Heimsuchung, eurer, um genau zu sein. Ich weiß noch nicht, um wessen Geist es sich handelt, aber er muss einen guten Grund haben, hier zu verweilen. Hier gibt es keine Bestie. Raus aus meinem Haus! Ihr werdet heimgesucht, ist euch das egal? Ich will euch nichts Böses.
Ich? Nein! Ihr wollt mich verwirren! Raus mit euch! Raus aus meinem Haus! Gut. Ihr seid der Sohn eures Vaters. Ihr habt doch sicher Sorge, dass ihr seine vielen Fehler wiederholen werdet. Woher wisst ihr? Lasst mich in Ruhe! Ihr könnt uns das nicht antun! Eurem Verhalten nach zu urteilen, war es wohl euer erstes Mal, einem Menschen das Leben zu nehmen, meine ich. Es... Nein! Das würde ich niemals tun! Niemals! Ich... Nein! Bitte! Geht! Das reicht! Bist du der Vater? Welch üble Vergeltung ist dies! Bist du der Vater? Der Vater. Oh nein! Sie haben meinen alten Herrn aufgehängt! Sie haben Jet gehängt! Unsere Blutlinie ist verdammt! Sie werden mich auch aufhängen! Da darf ich jetzt nicht durch. Nee. Muss jetzt warten, bis der Herr Geist hier mich da durchlässt. Ihr müsst der Vater des Jungen sein. Mein Sohn ist unschuldig. Ich bin Antea Duarte und das ist Dread McGrath. Wir sind Verbanner. Knüpft euch Credence vor! Ihr schrieb, dass ihr nach New Eden kommt. Ihr seid hier, sozusagen. Was ist passiert? Die Überfahrt nach Boston war gesichert. Ich hatte einen Captain gefunden, der keine Fragen stellte. Und einen Schiffskoch, der die Belohnung brauchen konnte. Bei der Ankunft am Dock nahmen sie mich in Gewahrsam. 10 Tage später brachten sie mich zum Galgenplatz und hängten mich auf. Wegen Mordes? Ja, wegen Mordes. Und dem ganzen Rest. Warum? Wieso habt ihr es getan? Wart ihr schon mal in London, Schotte? Ja, das war ich. Dann wisst ihr, wie die Leute dort leben. Die feinen Pinkel, meine ich. Die Wohlhabenden. Wie glaubt ihr, kommen die zu all dem Geld? Durch ihre Kriege und Steuern, ihre Richter und Geldeintreiber. Sie töten aus Gier. Warum sollte ich es anders machen? Was ist mit Credence? Warum sollen wir nach ihm suchen? Er war als Kleinkind schon ein wahrer Satansbraten. Er ist recht, nachdem seine Eltern starben und wir ihn bei uns aufnahmen. Ich hielt ihn für ein seltsames Kind. Aber er und Mary waren glücklich und er war ein lieber Junge. Sie hat ihn wirklich geliebt. Er ist ein schlechter Mensch. War vermutlich schon immer. Er kann sich besser verstellen als jeder Berufsschwindler und ist schlauer, als er tut. Ach so. Credence. Warum habt ihr ihn dann nach New Eden geschickt? Mary wollte die Jungen so weit wie möglich von Bristol wegbringen. Sie dachte, in den Kolonien würden rechtschaffene Männer aus ihnen. Aber ohne ihre schützende Hand hat Credence meinen Beloved zu einem Gauner gemacht. So, der Credence ist der... Ist der... Seid ihr denn sicher, dass Beloved unschuldig ist? Das glaubt er ja selbst nicht. In ihm fließt mein Blut. Aber auch das seiner Mutter. Und sie war eine gute Frau. Er hat ihr Herz geerbt. Ich kenne meinen Sohn. Er ist kein Mörder. Was wollt ihr, Geist? Warum seid ihr hier? Beloved ist mein Junge. Ja, das haben wir verstanden. Schön, dass ihr hier seid. Also, was wollt ihr? Wir lebten in Bristol. Kam gerade so aus. In einer undichten Hütte mit anderen. Alle waren krank. Meine Frau hatte Besseres verdient. Wir alle. Ich kratzte jeden Schilling zusammen und schickte meine Frau, den Jungen und seinen Vetter in die Kolonien. Beloved ist mein Sohn. Und jetzt, da er erwachsen ist, werde ich dafür sorgen, dass er aufrichtig bleibt. Ihr seid also hier, um Beloved zu beschützen. Vor was genau? Vor dem Verderben. Vor dem Ruin. Vor meinem Blut, das durch seine Adern rinnt. Aber vor allem muss ich ihn vor den Intrigen seines hinterlistigen Vetters Credence schützen.
Schlechte Menschen kennen ihresgleichen. Daher weiß ich, dass Credence eine Schlange ist. Er hat ein Versteck im Wald. Dort findet ihr Beweise. Sam, Credence ist also die Knalltüte. Woran erkennen wir dieses Versteck? Es ist eine kleine Holzhütte, aber gut verborgen. Westlich von hier, auf einer Anhöhe. War ich da vielleicht eine schon? Versteckte Holzhütte im Westen. Verstanden. Na gut, dann gucken wir doch mal nach. Wir werden Credences Versteck unter die Lupe nehmen und selbst eine Meinung bilden. Ich spreche die Wahrheit, ihr werdet sehen. Na, ich bin gespannt. Beloved hat gerade erst vom Tod seines Vaters erfahren. Vielleicht sollten wir ihn besuchen, bevor wir uns nach Credences Versteck umsehen. Einer von ihnen lügt. Vielleicht lügen sie beide. Dreds Geist ist gleichzeitig gutmütig und feindselig. Steht der Junge jetzt? Hier geht's aber nicht weiter, oder? Oder bewacht er schon wieder die Brücke? Nee, glaube ich nicht. Vielleicht in dem Häuschen hier drin. Bist du hier drin, mein Freund? Das können nicht die Beweise. Top. 10 Meter in Richtung? Hey, wo? Hinterm Haus, neben Haus. Wo ist er? Ja. 17 Meter? Hey, hallo? Wo ist der? 9 Meter? Da! Gar nicht gesehen, uns am grünen Oberteil. Er ist tot? Er ist wirklich tot? Sie haben ihn gehängt, nicht wahr? Ja, das haben sie. Mein Beileid. Danke, aber das ist nicht nötig. Jed war ein furchtbarer Vater und ein furchtbarer Mensch. Die Welt ist ohne ihn besser dran. Werde ich von seinem Geist heimgesucht? Ja, er ist hier, um euch zu beschützen, wie es ein Vater tun sollte. Seitdem er unter der Erde liegt, denkt er, er könnte Vater spielen? Es wäre zum Lachen, hätte er uns nicht zu Lebzeiten so gequält. Wie kamt ihr mit Credence zusammen? Er hat bei uns gelebt. Seit dem Tag, an dem seine Mutter verstarb. Er ist per Schiff übergesetzt. Ein Neuanfang für uns alle. Ihr wisst schon. Dann starb meine Mutter und es gab nur noch uns. So ist das jetzt schon seit Jahren. Credence hatte eine harte Kindheit, aber er macht keinen Ärger. Er ist ein besserer Mensch, als ihr glaubt. Als alle glauben. Mhm. Erzählt mir von ihm, von eurem Vater. Was gibt es da groß zu erzählen? Jed war sein ganzes Leben lang ein Gauner. Er war ein Gauner, der uns fortschickte. Mich, meine schwangere Mutter und sogar Credence. Jed hätte nachkommen sollen. Tat er aber nie. Zum Teufel mit ihm. Wie geht's euch mit dem Tod eures Vaters und all dem? Es geht mir gut. Spart euch die Leier. Er ist tot. Und bald ist er für immer fort, wenn ihr eure Arbeit macht. Mhm. Jed meinte, wir sollten mit Credence reden. Wisst ihr zufällig, wo er sich aufhalten könnte? Ihr solltet nichts darauf geben, was mein alter Herr euch erzählt. Er war nie hier. Er kennt uns nicht. Lasst Credence zufrieden. Mein Cousin hat nicht. Er ist kein... Wenn irgendwer böses Blut in sich trägt... Dann ich? Dann ich. Ich bin böse bis ins Mark. Ein Mann, der seine Familie verteidigt, kann so böse nicht sein. Was kann ich schon tun, wenn das Böse durch meine Adern fließt? Tut, was ihr müsst. Ich werde nicht davonlaufen. Ich stelle mich meinem Schicksal. Wie auch immer es aussieht. Habt ihr den Boten getötet? In meinen Träumen sehe ich ihn ertrinken. Sein Tod lastet schwer auf mir. Ich möchte nicht mehr daran denken. Ach, vergesst es. Vergesst alles. Ich tu's, wenn's möglich ist. Interessant. So. Bin ich mal gespannt, wie viel... von den
Seltsam, dass Belawitz zwar das Ertrinken erwähnt hat, nicht aber die Messerstiche. So oder so hat er Angst, dass er ein Mörder ist, wie sein Vater. Vielleicht haben wir es gemeinsam gemacht. Kann auch sein. Vielleicht ist es noch nicht zu spät. Noch kann er das Schicksal seines Vaters womöglich abwenden. Dann lasst uns das Versteck von Credence im Wald suchen und die Wahrheit herausfinden. Vielleicht haben es beide gemeinsam gemacht. Vielleicht ist der Bote wirklich, es klang ja so, von seinem Chef Haskell. Oder von einem der Haskell, entweder dem Gouverneur oder seines Sohnes, mit dem Stein erschlagen worden. Warum auch immer das passiert ist. Und ist dann den Fluss runtergespült worden. Wer bist du denn? Schöner Tag für einen Gang, werter Herr. Du bist doch Credence, oder? Guten Tag, eure Lordschaft. Was führt euch in den Wald, Credence? Ein Spaziergang, mein Herr. Genieße die Ruhe und den Frieden. Ihr wirkt angespannt. Bedrückt euch etwas? Ehrlich gesagt, fühle ich mich seit einiger Zeit nicht so gut. Ja, wenn man heimgesucht wird, ist das oft so. Sagt mir, Credence, warum sollte ausgerechnet Onkel Jet euch heimsuchen? Jet Scudder, Onkel Jet, sucht mich heim? Was? Wie? Warum? Moment. Onkel Jet? Er wirft euch vor, seinen Sohn zu verderben. Jet Scudder? Onkel Jet sucht mich heim, weil ich einen schlechten Einfluss habe? Das sagt Onkel Jet? Ich? Ein schlechter Einfluss? Muss ich mir Sorgen machen? Was kann ich tun? Helft mir! Lasst mich meine Arbeit tun. Das hilft schon. Du lieber Himmel, bitte helft mir, euer Gnaden, rettet mich, so wie ihr uns alle vor der schrecklichen Bestie gerettet habt. Ich werde es versuchen, Mr. Scudder. Ich werde es versuchen. Guten Tag, Mr. Scudder. Tschüss. Gott segne euch auch damit, mein Herr. Dort muss ich seine Hütte besuchen. Eine geheime Hütte. Ja, und ich sehe schon wieder die Zeit, die rinnt hier wieder dadurch. Bedeutet für mich die Mission mit, da oben, ist das die Heimhütte? Die Mission mit Jane. Auf dem Felsen dort oben befindet sich eine Hütte. Möglicherweise das Versteck von Credence? Mit Jane, die werde ich jetzt nicht mehr spielen können. Ach, ich muss da hinten hoch, ist das geil, Omat. So, da komme ich nicht hoch, also muss ich wieder ganz aus... Ach, supi. Muss ich hier hoch vielleicht? Geht's hier aber weiter? Nee. Hier. Abbiegen konnte ich hier aber auch nirgendwo. Gott. Halt. Na, hallo? Im Laufen schießen kann Red nicht so gut. Da komme ich auch nicht vor, muss ich außen rum wollen, ja. Das wird immer ein weiter Weg. Puh. Soll ich sonst so hoch? Ach. Der Sturm ist nicht nach einem Körper. Achtung! Ein Schemen ergreift Besitz. Hat er schon Besitz genommen? Hier, bedien dich! Das ist erledigt, Level 20, gut. Was? Was geht jetzt hier ab? Ach, hör auf. Es lädt mich hier einer Sea of Thieves ein. Ach, hab ich jetzt keine Lust. Jetzt werde ich hier zugespammt. Naja, Gott. Oh, was ist das denn für ein Baum? Wahnsinn.
Oder backt da was? Ich meine, so oft kann man mich doch nicht einladen. Oh, wieder Pate. Jetzt habe ich gleich wieder die großen Knubbel am Start hier. Hier, das ist für dich. Der nächste? Da oben ist doch vom Lebendreich so ein Apparat. Da komme ich aber so nicht hoch. Komme ich jetzt so nicht zu der ollen Hütte oder muss ich noch eins höher laufen? Ich glaube, hier komme ich wenigstens zu der Hütte. Nee, oder auch nicht. Oh, ja. Ich habe Angst, wenn ich hier runterspringe, ist aber das Ganze wieder umsonst. Dann probiere ich immer hier rüber. Ob ich hier zu der Hütte komme? Ne, auch nicht. So, wo geht's hier lang? Aber zur Hütte kann es ja auch nicht wirklich gehen, oder? Auch komisch. Und da bin ich auf der anderen Seite. Bringt mir auch nicht wirklich was. Da bin ich halt irgendwelche Wasserfälle, wo ich noch nicht war, glaube ich. So, wenn ich hier runter gehe, ist wieder alles umsonst. Da kann ich halt wieder hochgehen. Also gucke ich mal. Jetzt kann Red plötzlich wieder rennen. Cool, coole Sache. Dann geht es hier wieder runter. Kann ich hier ein Seil reinknoten? Nein! Nein! Will ich nicht. Bringt mir aber auch nicht wirklich was. Muss ja irgendwie zu der Hütte kommen. Tote. Dann geht das ja nur. Ja, aber wie? Ich habe. Ah doch, dann muss ich von hinten an die Hütte. Gut. Da ist auch wieder so ein Püppchen scheint da wieder zu liegen in der Hütte. Und dann muss ich gucken, ob ich irgendwie noch hier an den Altar sich hier knapp. Ah, gut, hier hätte ich wieder hochgekommen. Alles klar, kann ich ja gleich wieder hoch, Gott. So, dann nehmen wir erstmal das Püppchen da weg. Ist klar, dass du wieder wach wirst hier, ne? Ändere deine Strategie. Ha! Zeig. Aber damit kann man fast rechnen, wenn man an sowas vorbeiläuft und da liegen irgendwelche Leichen rum. Ich glaube, den muss ich als erstes verkloppen, den Alpha-Peiniger immer. Einfach mal, muss ich als erstes verhauen. Komm! Du weißt, dass ich auch noch da bin. Ja! Was bist du für einer? Augen auf. Denk mal! Der muss als erstes verhauen werden hier. Jetzt bist du dran. Aber der hat doch Energie. Der und jetzt? Tot? Hä? Mann. Ich kann dir helfen. Ja, wie denn? Aber warum? Verstehe ich nicht. Ich kann nichts machen. Jetzt stecke ich hier fest. Bitte.
Das ist ein starker Gegner. Warum ist er so stark? Und jetzt wieder mein dicker Freund heraus. Jetzt hat er wieder Red sich gekrallt. Also die Nerven hier. Du kannst mir später danken. Weg, Red! Hau ab! Jetzt kann Red wieder nicht laufen. Das ist doch zum Kotzen, ist das. Warum ist der Pisser so stark? Und Reds schlägt mir für den Hintern, ganz ehrlich. Hilf mir. Bin tot. Ja. Jetzt wieder das gleiche wie immer mit diesen Scheißern. Antea hat plötzlich keine Kraft mehr. Red spawnt anstatt an Antea dahin. Das ist... Das geht mir auf den Sack, gib mir das. Ganz ehrlich. Geschützt. Und ist auch so stark. Er wird geschützt, ja. Jetzt hängt Antea hier fest. Das ist der letzte Scheiß, ist das hier backt was. Hängt Antea hier am blöden Stein, weil ich habe keine Lust mehr. Ich wollte jetzt an hier noch für diesen Scudder. Tot. Ich hänge fest. Das ist wieder so eine scheiß Buggy-Stelle. Wie auch dieser Kampf. Das erste Mal bei ich darf mich da nicht in die Ecke quetschen lassen, wie bei Helm Priest. Das war das gleiche in grün. Da war auch so eine enge Stelle, da bin ich auch nicht rausgekommen. Ich hab verschissen gehabt. So, jetzt hängt ein Tier wieder fest, super. So, er hat jetzt wieder Red, der Knall für den Kopf hier. Sturmer Bastard. Er wird tot. Ich muss den verhauen, aber der... Die klemmt eben hier so am Eck fest. Mich schon. Ach, der Totenonkel, der geht mir auf den Sender. Geht mir auf den Sender, geht der mir. Mist, Kackviech hier. So, jetzt kommt gleich wieder der große. Und jetzt habe ich Glück, aber jetzt kam der große Willi da nicht raus. Also, es. Ich habe so den Eindruck, dass bei dem Patch das Balancing der Gegner stark gelitten hat. Weil warum spawnen jetzt, habe ich ja vorher schon gesagt, so brutal viele starke Gegner? Gut, klar, ich werd auch immer stärker, dann werden die Gegner logischerweise auch mal stückchenweise stärker. Verstehe ich ja irgendwo, aber ich finde es übertrieben. Ich befürchtete schon, Jetsgada hätte sich das alles bloß ausgedacht. Da ist eine Karte. Ein umfassender Geschäftsplan für eine Zuckerplantage irgendwo in Westindien, einschließlich der Kostenaufschlüsselung. Blaupausen für ein Hauptgebäude und Nebengebäude, eine Karte des angebotenen Grundstücks, ein Finanzplan. Land, Gerätschaften und Besitztümer. Land 25 Morgen, hier 5 Schilling. 6 Pfund, 5 Schilling. Baumaterial 5 Pfund. Werkzeug etc. 5 Pfund. Arbeitskräfte 15 Arbeiter, hier 5 Pfund, 75 Pfund. Verschiedenes 8 Pfund, 15 Schilling, Gesamt 100 Pfund. 508 Arealenstücke sollten ausreichen, aha. Eine Plantage in Westindien, bis ins letzte Detail geplant, inklusive Kaufpreis. Marschibeles
Abhandlung über die ersten 10 Bücher des Titus Livius, Übersetzung aus dem Italienischen, mit kurzen Verweisen auf enthaltene Fehler. Aha. Welche Abhandlung? Die mir nichts sagen. Abhandlung über menschlichen Verstand in 4 Büchern, verfasst von John Locke. Ach so, da geht's wahrscheinlich um den... Viele Bücher für jemanden, der nicht lesen kann. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Und dann auch noch so medizinische Literatur. So, und da ist noch was. Seite 1, Provinz von Massachusetts Bay, Büro des Gouverneurs Sir William Phipps. Mitteilung zur Verurteilung und Hinrichtung. Als nächste noch lebende Angehörige setze ich euch hiermit über den Tod von Jedediah Scala, der, so ich richtig informiert bin, euer Vater war in Kenntnis. Die Anklage lautet auf Mord. Das Mittel der Hinrichtung war der Strang. Es erfolgte eine gerechte Verhandlung vor dem Assisengericht, bei der er seinen Charakter und seine Taten bedauerte. Der Henker verrichtete seine Aufgabe rasch und der Leichnam wurde unverzüglich zu Grabe getragen. Der Gefangene hinterließ eine Nachricht für seine Angehörigen. Diese findet ihr auf der nächsten Seite. Hochachtungsvoll J. Smith, Gerichtsdiener. Seite 2, Boston, 1695. Mein Sohn, Sie haben mich gekriegt, wie auch mein Vater und sein Vater vor ihm gekriegt haben. Aber dich dürfen sie nicht kriegen. Achte das Gesetz und verhalte dich korrekt, um nicht ebenfalls am Strang zum Opfer zu fallen. Du musst auf deinen Cousin hören, wie ich auf seinen Vater hätte hören sollen. Der rechte Weg führt immer geradeaus, dein Vater. Das ist am Bilav Scudder und ich soll... Ja. Credence wusste, dass Jed gehängt wurde. Er hat Beloved nichts davon erzählt. Er war von Jeds Anschuldigungen überrascht, aber nicht von seinem Tod. Interessant. Hat er Beloved manipuliert? Es wirkt zumindest so. Ganz merkwürdig, das Ganze, ganz merkwürdig. So, jetzt komme ich. Jetzt bin ich da hinten noch zu dem. Vielleicht komme ich dann auch hin hier zu diesem. Was muss ich denn machen? Credence Versteck mal weiter untersuchen. Ah, das ist ein weiter Weg. Da muss ich hier im Kreis irgendwie laufen. Das kann ich irgendwann mal machen. So, was ist denn hier noch? Sie muss hier noch untersuchen. Nochmal. Was habe ich denn übersehen? Ach da, Fenster. Nette Aussicht. Von hier aus hat man alle Hauptwege im Blick. Gut. Noch mehr untersuchen. Außenrum vielleicht noch was untersuchen. Nein. Ja, ist hier das Typische bei dem Spiel. Ist da wieder was drin, was mir nicht angezeigt wird? Oder nicht angezeigt wurde? Und wenn ich jetzt reingehe, wird es dann angezeigt? Testen wir doch gleich mal. Ach komm. Andere Ansicht von Antea. Mal hier durch, danke. Muss da irgendwas sein. Hier liegt was. Gott, das habe ich übersehen. Sollte die Miliz nicht mit Silber bezahlt werden? Wir wissen genug. Ja. Der hat das Geld geklaut, um sein Traum in Westindien wahrzumachen. So, komme ich da jetzt noch hoch? Weil dann wäre ich für den nächsten Kampf ein bisschen stärker. Wobei das natürlich hier wieder ein ganz schöner Weg ist. Auch ich kann es ja mal probieren, ob ich da einfach hinkomme. Aber wahrscheinlich muss ich da wild im Kreis laufen. Jed hatte recht. Credence ist tatsächlich cleverer, als er vorgibt. Er kann lesen, schreiben, hat ambitionierte Pläne. Für eine Plantage braucht man jede Menge Geld. Das Silber bringt ihn mit dem Soldraub in Verbindung. Und mit dem Mord. Manipulativer kleiner Dreckskerl. Wir müssen mit den Scudder-Jungs reden. Ich vermute, ich muss mir jetzt hier... Ist da schon wieder so ein Koloss von Rhodos gleich? Ich habe keine Lust. Da blinkt schon wieder so komisch. Oh, Leute. Gleich kann ich hier irgendwo hoch. Ja, der Altar sitzt hier oben irgendwo. Da gehe ich da schnell hin. Dann schnappe ich mir die Skalas und dann mache ich einen Cut. So, wo ist der Herr Altar? Noch eins weiter. Noch höher? Hier oben drin? Wahnsinn. Oder was ist das hier? Kommen wir gleich wieder. Die Party People, oder?
Oh, ist klar. Ich hab auch keinen Bock mehr auf euch, ganz ehrlich heute. Und hier ist wieder so eng. Ich meine, das Kämpfen auf den Freiflächen, das klappt ja immer gut, aber wenn man hier so eingeengt ist, das ist immer kacke. So. Hier ist der ominöse Altar. Ein bisschen Energie noch absaugen. Wenn es nur 10 Lebenspunkte sind. So, Gesundheitspunkte. So. Was ist da noch Schönes? Irgendwas Kaputtes? Ach, die Brücke. Da bin ich gerade gesprungen. So, da werde ich jetzt mal die Skalas konfrontieren und dann... Oh ja, 1:20 gleich rum. Das ist Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Aber das Spiel macht Spaß. Wobei zwischendurch, wenn man so oft immer gegen die gleichen Arten von Gegner kämpfen muss, dann ist... Ich will nicht sagen übertrieben, aber ja. So. Das finde ich interessant hier, aber da muss ich auch einmal mal angucken. Das gibt bestimmt eine Mission. Dieser blaue Baum hier, das ist ja Wahnsinn. Was immer das auch ist. So, dann werde ich die Skalas noch schnell konfrontieren. Hier müsste ich theoretisch runterkommen. Jo. Ja, in der Hütte ging es ja auch. Auf beiden Seiten ging es da runter. Oh, naja. Gehe ich doch hier runter. Das Seil habe ich ja schon rangeknotet. Das heißt, ich komme da jederzeit wieder hoch. Perfekt. Ja, und hier um den armen, den armen Händler kümmere ich mich ein andermal. Das wird mir jetzt zu viel, es ist Freitagabend, schon relativ spät. Das ist mir jetzt ein bisschen zu viel. So, wo sind die Jungs? In ihrem Haus oder an der Brücke? An ihrem Haus, würde ich sagen, da oben. Sind sie, oder? Ja. Mal gucken, ob ich die Herren jetzt konfrontiere. Wer sie streiten sich. Vielleicht kannst du hören, um was es geht. Könnt ihr mich nicht in Ruhe lassen? Ja, ja, hä? Was stehst du denn rum? Auf Wiedersehen, Jägerin. Ich bin gespannt, wie sich die Dinge unter eurer Führung zum Besseren wenden. Danke, Red. Passt auf euch auf. Wie gesagt, sie stand schon vorher da und ist ja auch dahin. Die Skalas belauschen. So, wie kann ich sie belauschen? Wir müssen unsere Taten gestehen. Um Gnade bitten. Ich werde nicht hängen. Ich kann mit der Schuld nicht weiterleben. Du kannst es. Und du wirst es. Oh. Muss ich jetzt hier, kann ich hier lauschen noch? Muss ich hier lauschen? Bald liegt das alles hinter uns. Nur Eden, alles ich hier. Ich kann es nicht hinter mir lassen. Ich habe einem Mann den Kopf eingeschlagen. Ach, er war's.
Ich muss gestehen. Nein, ich erzähle Ihnen, du hättest Haskells Mann erstochen und ich hätte dich dann aus Notwehr umgebracht. Wie der Vater, so der Sohn heißt dann, wenn du baumeln tust. Nein! Was zum... Jet? Keine Bewegung. Auch ihr nicht, Jet. Dem Herrn sei Dank, dass ihr hier seid, Mr. McGrace. Und Maul halten, bis wir das geklärt haben. Auf was wartet ihr? Wollt ihr euch nicht um den Geist kümmern? Credence, ihr wusstet, dass der Postbote erstochen wurde. Woher? Was? Ich? Von was redet ihr da? Hm? Ich wusste es, habe es aber nie erwähnt. Natürlich habt ihr das. Kann gar nicht anders sein. Credence, der Scudder-Junge. Der Scudder-Junge stellt sich dumm. Hat uns alle reingelegt. Mein Herr, ihr irrt euch. Ich schwöre es. Ihr brauchtet Geld für eure Plantage in Westindien. Als der Postbote mit dem Sold vorbeikam, habt ihr die Gelegenheit beim Schopf gepackt. Beloved ist kein gewalttätiger Mensch. Als er davonlief, seid ihr dem Mann hinterher und habt es zu Ende gebracht. Ihr habt Beloved in dem Glauben gelassen, er sei schuldig. Aber es war von Anfang bis Ende euer Plan. Das Blut des Toten klebt an euren Händen. Aber ich würde nie... Pah! Und ihr? Ihr seid selbst kein Engel und ihr seid auch kein Sheriff. Also, was wollt ihr tun? Credence. Wie? Ach, jetzt tu nicht wie ein aufgeschrecktes Reh, Beloved. Du steckst ebenfalls bis zum Hals mit drin. Uhu. Jedediah, ihr wollt euren Sohn vor demselben Schicksal bewahren, das seinen Vater ereilte. Aber auf diese Weise wird eure Liebe ihn in den Tod treiben. Ich bin wegen Credence hier. Mein Sohn ist ein guter. Er ist zwar sicherlich kein Mörder, aber ein Lügner und ein Dieb. Und frech dazu. Sein Vater liebt ihn wirklich. Das kann man nicht bestreiten. Verschont meinen Jungen. Bestraft seinen Vetter. Tote haben keine Befehle zu erteilen. Nehmt mich stattdessen. Vielleicht machen wir das sogar. Wollt ihr was zu eurer Verteidigung sagen, Beloved? Ich wusste nichts davon. Ich schwöre es. Schwachsinn. Er hat den Boten mit einem Stein erschlagen. Er war's. Du wusstest, was du tust. Du wolltest weg. Du wolltest den Sold. Verrotte in der Hölle. Du hast mich ausgenutzt. Hm. Ich werde es Ihnen allen zeigen, ein großer und reicher Mann werden. Mein Cousin an meiner Seite. Komm, wir haben uns gegenseitig ausgenutzt. Credence Scudder, ihr und euer Cousin Jet werdet vom Geist eures Onkels Jet heimgesucht. Damit ist jetzt Schluss. Tja, machen wir jetzt, komm. Na komm, aufsteigen lassen. Auch wenn es ein Mörder ist, der wollte... Jedediah Scudder, ihr mögt euch um euren Sohn sorgen, aber es ist an der Zeit, ihn gehen zu lassen. Beloveds Fehler sind seine Fehler. Mit etwas Glück wird er in Zukunft weniger davon machen. Mein Sohn, du wirst für mich immer der Junge mit den braunen Augen sein, der zu mir emporblickt. Dieser Junge ist tot. Für alle Ewigkeit. Ich habe mein Bestes gegeben. Ich habe dich wirklich geliebt. Das weiß ich jetzt. Leb wohl, Jet. Okay, dann machen wir erstmal hier Party und ab. Geht in Frieden. Bedeutet aber auch, wenn ich wieder einen Tipp erhalten habe, dass diese Mission mit den beiden Jungs hier noch nicht wirklich zu Ende ist. Aber werde ich mich jetzt nicht drum kümmern. Wahrscheinlich kann ich mich auch gar nicht drum kümmern, sondern muss erst wieder was anderes machen. Und die dann nochmal besuchen, die beiden. Wenn es euch nichts ausmacht, würde ich jetzt gerne unter vier Augen mit meinem Cousin reden. Nö, macht mich. Das wird bestimmt ein Fest. Ich habe kein Interesse, das mitzuerleben. Nee, ich auch nicht. Lass uns gehen. So, ich gehe jetzt noch in meine Bude, rüste mich noch auf und dann ist hier Schluss. Und dann
bin ich entsprechend... Kann ich hier hoch, ja. Dann bin ich entsprechend, hoffentlich entsprechend stärker, wenn ich wieder in die Sümpfe muss. Also eigentlich scheint es ja so zu sein, hat jeder hier Dreck am Stecken. Theoretisch hätte ich ja auch alle abmeucheln können, damit ich meine Antea wieder bekomme. Aber ich bin ehrlich, ich habe mir das ein bisschen anders vorgestellt. So. Gerade Linie, was ist das hier? Achso, ich schieße und Antea macht Schlagab. Das ist cool. Die Funktionalität, die finde ich mal gut. Was haben wir hier? Kann ich hier hinten was machen? Aber alle Bannpunkte verbraucht 1400. Das heißt, mit Einfangen kann ich dann einen nicht so starken Gegner komplett einfangen. Hier muss ich gerade hoch, bringt mir also auch nichts. Hier könnte ich noch was machen. Nee, Red darf nicht mehr, darf nicht 15% Schaden kassieren, ist ja sofort tot. Der arme Kerl. Der kann ja nichts einstecken. Das kann ich noch mitnehmen, ja, oder? Das nehme ich noch mit, gut. RT. Gut. Ausrüsten kann ich nichts, ja. Dann kann ich im Prinzip, bevor ich zu Jane sage, nur sagen, danke fürs Zusehen, tschüss, bis zur nächsten Folge. Macht's gut.